vorgestellt. Es war SCI oder Fate. Ja, wir haben die Kampagne letztes Mal gemacht. Kapitel 3, wir sind in Vorschau Nummer 5. Kapitel 3 haben wir aber nicht abgeschlossen. Das heißt, wir müssen es wieder probieren. Wir hatten den ersten Teil, glaube ich, geschafft, aber den zweiten nicht. Da sind wir verhungert. Und dann müssen wir gucken, dass wir diesen Weg wieder gehen, ne? So, wir finden uns wohl hier oder gehen hier hin. Und da wollen wir hin. Schließen die Karte, um zu beginnen. Dann machen wir das doch mal. So. Was ist unsere Aufgabe? Finde Lamakas und ernte ihre Wolle. So. Das bedeutet, wir gehen da mal rein. Wo sind die beiden? Da ist er. Das ist der Krag. Wer war denn Krag? War der jetzt dieser Zwingling, der beste Bauarbeiter baut? Das heißt, den schicken wir erstmal hier irgendwo zum Erkunden. Dahin. Und der andere ist hier. Ne, die Karawane wollte ich nicht. Ich wollte, wie hieß er, Zion haben. Zion war der Sammler ist. Entschuldigung. So, beide haben eine Aufgabe und dann geht's los. Okay, da ist irgendwie ein Symbol noch. Oder ist das das Ziel, wo er hin soll? Das ist bestimmt das Ziel, wo er hin soll, ne? Obwohl Zwinkel sammelt, neigt sich der Vorrat im Stamm zum Ende. Zwinkel braucht jede Runde Nahrung, gibt einer kein Essen mehr, werden sie krank und verlieren jede Runde Lebensmittel. Okay. Rücker sind sehr widerstandsfähige Früchte, die in jeder Region zu finden sind. Sie bleiben in der Grundlage eines wachsvollen Ernährung. Zwinkel verzehren 6 Kubik pro Tag. Genau wie Krag vom Bauernträumen, so wünschen, ja, alles klar. Aha, dann gucken wir unseren Talentebaum hier an. Jeder Erntezyklus, jede Bauarbeit und Herstellungsarbeit der Zwinkel leisten, wert ihren Erfahrungspunkte in dem. So, das ist jetzt Sion. So, was müssen wir machen? Nix wohl. Kragstalente. Okay. Okay. Schließe das Menü und erfülle das Ziel. Gut, der soll dahin, alles klar. Aber hier ist nichts. Dann geh mal dahin. Krag, der andere sammelt ja noch. Da ist auch nichts. Das heißt, wir gehen dann hier unten noch hin und hoffen, dass wir da auf Lamakas treffen. Ne? Nächste Runde. Noch eine Runde. Aha, da sind sie. Diese Kreaturen sind zahm und lassen beweiblich zu hören. Okay, außerdem mit dem Starkregen. Kennen wir ja schon, ne? Diese Wahl ist ein mobiles Gebäude. Es ist weit von den Arkas entfernt. So, dann müssen wir das aufsammeln. Verstauen, ja. Und Krags Baumenü. Da, da und dort. So. Obwohl Zion seit dem Beginn dieser Rast an und bringen sammelt, konnte er sie immer noch nicht weiterentwickeln. Als Sammler gibt es nicht mehr viel zu lernen. Zion hat seit der letzten Rast nichts Neues gelernt. Trotz einer Kammer können sie nur in einem grundlegenden Handwerk arbeiten. Ah, dann brauchen wir noch ein Gebäude. Wir brauchen eine mobile Ernthütte. Aber erstmal sollte er das doch hier fertig machen, oder? Ja, macht er doch erstmal das. So, und dann brauchen wir hier eine mobile Erntehütte. Vielleicht haben wir die doch erst machen müssen. Ne, Handwerk einsehen war falsch. Das brauchen wir. Haben wir nicht. Das brauchen wir. Nee. Ist der Markt. Also ich kann das hier auswählen, ne? Erntehütte mobil. Da brauche ich 30 Holz und 40 von dem Lamakka-Zeug. Und das restliche habe ich schon. Gut, das heißt, er muss sowieso das erst bauen. Aber er muss sowieso Essen weiter sammeln, ne?
Der baut das aber, ne, oder? Sehe ich das irgendwo? Ah, eine Runde dauert das noch. Jetzt ist das fertig. So, Kral ist dran und soll jetzt hier Wolle sammeln, bis wir 40 haben, ne? Oder ne, 120 steht da oben. So, dann ist das jetzt ein Ernter geworden. Oder nur ein Scherer, sagen wir mal so, ne? Da müssen wir jetzt durch. 40 haben wir. Zweite Runde. 80 haben wir. Und dann ist es in dieser Runde erledigt. So, er muss jetzt gucken, dass er das da irgendwo anders was baut. So, das war das, das war das, das. Ach, warte mal. Da brauchen wir noch Holz für. Da müssen wir erst Holz sammeln gehen. Sonst geht das ja nicht. So, Holz geklopft. Essen ist schon schlecht. 40 Holz haben wir. Holz haben wir. Und der Rohstoff ist darin in dem ausgebraucht. Na super, wäre gut geklappt, ne? Wie viel hat Kra denn jetzt dabei? Kann ich das irgendwo sehen? 20. Das heißt, er muss noch da sammeln gehen. Das ist er. Geht aber nicht. Da geht's aber. Jetzt hat die 20 weggebracht und holt noch mal da was. Na dann. Okay. So, dann errichte eine mobile Erntehütte. Dafür haben wir die Rohstoffe jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ist das jetzt hier am besten oder wo? Die Errichtung eines Gebäudes wird alle Rohstoffe von diesem Hexagon entfernen. Wenn du einen Rohstoff hast, machen wir abbrechen. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir eine Stelle haben, wo mehr drumrum ist, oder? Aber das sieht so aus, als ob es sowieso nicht gut ist. Da geht nicht. Da, aber das bringt uns alle nichts. Dann schmeiß es da ein und ist egal, weil wir haben ja noch dieses Zeug. So, Kram mal jetzt nicht. Jetzt brauchen wir den anderen Kollegen hier noch. Wie komme ich an den jetzt dran? Ne? Tion soll mal hier jetzt abessen ernten, weil er macht die Hütte. So, das klappt jetzt erstmal. So, und er. Teilaktion der Ernte dazu, damit du eine Stufe erweist. Genau, das machen wir gerade. Verstauen, warte mal, ihn hier. Ja, wenn ich wüsste, wie es geht, wäre es cool, ne? Schon zu lange her, das letzte Mal. Handwerk einstellen. Verstauen, ne? Karawane. Ist er jetzt dem zugeordnet? Genau, ist erledigt. Jetzt haben wir ihn hier aber noch. Und wir brauchen Teile. Geht er erstmal dann noch das holen, weil da brauchen wir ja noch was. Was ist da denn für ein Zeichen hier? Rohstoff Holz ist bereits eben aufgebaut worden. Ach so, okay, das war das wahrscheinlich da noch. Okay, aber wir haben jetzt gerade nichts zu essen, wie wir sehen. Das ist schlecht. Ah, jetzt haben wir es gerade noch geschafft. Er hat Erfahrung gesammelt. Handwerksrad öffnen. Erlange Erfahrung, wird durch eine blaue Anzeige um den nächsten Bonus gekennzeichnet. Ist die Anzeige erfüllt, steht der Zügel eine Stufe auf.
Komm, hier ist einer da. So, das heißt das da. Obstsammler erfolgreich abgeschlossen. Einen der zwei Boni soll ich auswählen. Ja, ich will auf jeden Fall das, weil es da mehr Essen gibt, was unser Problem ja sowieso ist. Das wissen wir ja schon in der Zukunft auch. Gut. So, der sammelt jetzt mehr Essen. Da sind wir auch gerade eben schon im roten Bereich ganz schön knapp gewesen. So. Und der macht das, er macht das. Dann können wir eigentlich weitermachen. Wir haben jetzt das von den Lamakas erreicht. Jetzt kann Kral, oder wie er heißt. Ne, wo ist er? Da ist er. Nochmal Holz holen. Und die Kyrikas brauchen wir noch halt, ne? Jetzt sind wir nur 16. Jetzt sind es aber 79. Warum ist denn der da? Achso, das ist... Ja, er ist da. Okay, passt. Der eine sammelt jetzt Holz und der andere holt das Essen. So, das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch das Essen, oder wie sehe ich das? Das haben wir gerade auch erreicht. Runde 57, kann mir einer gerade sagen, wie es weitergehen soll? Karawane. Ah, da können wir jetzt weiter. Die zwei mobilen Gebäude nehmen wir definitiv zur Rast mit, ja. Die müssen wir dann auch ganz schnell aufbauen, ne? So. Das Essen. Schmeißen wir mal da hin und das Holz. Schmeißen wir mal da hin. Und dann abreisen. Und dann sind wir in der nächsten Region angekommen. Die Saskia zum Museum Uralter Wald. Dort werden sich vermutlich viele alte und historische Gebäude finden. Das ist der letzte Rast vor dem Auge. Der Stamm hat das Ende seiner langen Reise fast erreicht. Sie müssen eine Weile weite Schlucht überqueren und Rutsche verwenden, um das Auge zu erreichen. Das ist keine leichte Aufgabe. Zu Ingenieur kann die sich überqueren mitsamt der Karawane vorbereiten. Okay. Gut, das sind die Rohstoffe, die wir brauchen. Wir brauchen aber auch einen Ingenieur. Und jetzt sind wir hier. Erfüll das Ziel und führe alle Wohlbehalten zum Auge, ehe die Welle kommt. Überlege dir gut, wo du die Karawane hinlässt und wo du deine mobilen Gebäude stationierst, um Wolle zu sammeln und deinen Stamm mit Kyrikas zu ernähren. Also hier steht es ja schon mit dran mit dem Essen, ne? Ja, ich muss definitiv wohl... Wenn du Gebäude auf angrenzende Hexagonen errichtest, erhalten seine Nachbarschaftsbrunnen... Gut, okay. Das bedeutet, wir gehen erstmal dahin, oder? Da ziehen wir mal los. Geht das in einem Schritt? Ja. Und ich würde jetzt schon sagen, dass wir dieses mobile Ding hier machen und uns hier niederlassen, oder? Oder nicht? Ne, wir lassen uns da nieder, schätze ich mal. Da können wir noch ein bisschen was anbauen. Und Zium war der Sammler, ne? Der sammelt jetzt erstmal hier Kyrikas. Und Kral ist ausgewählt, ja. Der baut nicht die Weide, sondern die Erntegeschichte. Dahin. Gut, dann sollten wir auch das Essen zusammenkriegen, oder? Wir haben nur noch 13, ey. Ob wir das überleben, ist die nächste Frage, ne? Jetzt sind es nur noch zwei. Und wenn ich jetzt klicke, sind wir tot. Oder? Ha? Ah, der ist schon Ingenieur der Stufe 1. Super, aber wir haben gerade was zu essen noch geholt. Äh,
auswählen. Ach so, er hat das schon fertig, klar. Gut. Dann würde ich sagen, soll der erstmal dahin gehen. Und diese zweite Zion, der muss jetzt erstmal hier zugeordnet werden, ne? So, das haben wir, glaube ich, jetzt richtig gemacht und dadurch gibt es auch mehr, oder wie war das? Will ich auf jeden Fall hoffen. Ja, er ist auf jeden Fall der Hütte zugeordnet. So, da haben wir was entdeckt, das ist eine Ruine. Aha, der Grund von Ruinen kann gefährlich oder vorteilhaft sein. Man weiß nie, was man dort findet. Krak ist von diesen alten Gebäuden fasziniert und möchte sich unbedingt einen Besuch. Okay, der will die entdecken, das hatten wir ja. Krak ist ausgewählt, ja. Dieser Zögling ist für diese Aufgabe nicht qualifiziert. Okay, erkunden wir das. Also, wir sind mit 14 Essen gerade nicht gerade gut betucht da oben, ne? Ein Sägewehr. Okay. Da ist jetzt ein Sägewerk. Okay. Tendenziell neige ich gerade dazu zu sagen, dass Krak jetzt erstmal hier sammeln geht. Und ich glaube, wir haben ein Essensproblem. Okay, ist jetzt mehr geworden, aber ich glaube, wir lassen ihn noch zwei Runden oder sowas mitsammeln. Dreißig. 19. 79. 102. Ich denke mal, noch einmal sammeln macht er mit. Dieser Balken. Wie? Kyrikas sind schon alle da. Das ist schlecht. Na super. So, der ist Ingenieur geworden. Da müssen wir auch noch was machen, ne? Und hier, ach, hier unten ist es schon am Zappeln. Machen nochmal abbrechen. Wir müssen erst gucken, was es ist. Ah, nicht draufklicken, abwarten. Plus 10. Sind kompakter, das heißt, beim Reisen brauchen die nicht so viel Platz. Und das hier war jetzt. Plus 10. Pro Erntezyklus für von diesem Zyklus erntet mobile Gebäude. Ich denke aber, dass das Richtige ist. Ich glaube, das andere kann man jetzt nicht mehr machen, ne? Oder wie war das? Naja, die sind jetzt nicht gerade top drauf, ne? Aber wir sind erstmal besser unterwegs, würde ich sagen. Achso, wir wollen ja erstmal gucken, dass wir das Essen zusammenkriegen. 104 haben wir. So, er hat jetzt abgeliefert. Aber jetzt gehen wir erstmal mit Krak. Ist er da ausgewählt? Ja, gehen wir mal hier hin. 127 ist jetzt kein schlechter Wert, ne? Okay, da sind die Lamakas. Da ist auch das Sägewerk. Krak soll dann mal da weiter hingehen. Noch mehr Lamakas. Da sind Ruinen. Das heißt, die kann er erstmal erkunden. 154 Essen ist ganz gut. Ein neuer Zögling ist deinem Stamm beigetreten. Sylph. Handwerksammler wurde von einem plötzlichen Erdbeben überrascht. Die Plage hat alle Gebäudedörfer zerstört und Sylph unter dem Trümmern der Ruinen begraben. Müssen sich noch irgendwo der Rest befinden und zwar in einem schrecklichen Zustand. Sylph träumt davon, Holzfäller zu werden. Okay. Der Stamm besteht jetzt aus drei Zöglingen. Das bedeutet aber auch, dass ein weiterer Zögling ernährt werden muss. Wenn Nutzungsfähigkeit dazu nicht ausreichen kann, kann die Erntehütte aufgewertet werden, um ihn entfernt zu werden.
Okay, für eine Episode, das ist klar. Also wir müssen jetzt als erstes, das ist durch, müssen als erstes jetzt hier die Hütte aufwerten, ne? Wo ist denn das? Auswahlfenster entsperren. Ach so, das ist da. Jetzt muss ich das aber erweitern. Rekas. Erntehütte. Verstauen will ich das nicht. Ah, da brauche ich Holz und Wolle. 140, 60. Alles klar. So, 140, 60 Lamakas befinden sich da und da. Das würde bedeuten, wir müssen dieses Teil von Kra. Ist er das? Der sollte hier mal. Oder besser hier. Silberstammine Weide bauen. Stopp, brauchen wir gar nicht bauen. Fällt mir gerade ein. Der muss nur eine in der Tasche haben. Die können wir jetzt dahin setzen. Dann hat der eine Aufgabe. Silvia oder wie auch immer heißt. Schicke ich jetzt aber erstmal permanent auch mit zum Essen suchen. Wenn ich hier noch was sehe, dann würde er das hier kriegen, suchen dürfen. Aber Kyrikas sind hier gerade keine, oder wie sehe ich das? Nur hier unten. Dann geht er dahin. Weil wir müssen ja jetzt erstmal genug Essen haben. So. Ja, geht sowieso jetzt gerade nicht anders, ne? Heilen die eigentlich? 40 von 120. 147 Essen haben wir gerade. So, da ist er fertig. So, Kral soll erstmal das bauen. Und die anderen beiden machen das Essen weiter. So, das ist doch jetzt eine Basis, die wir vielleicht schaffen können, oder? 143 ist das Essen da oben. 40 Wolle. Das Essen wird jetzt gerade nicht weniger. Also wird schon weniger, aber insgesamt bleibt es, glaube ich, immer gut. Sogar mehr sehe ich gerade, 173. Wie viel Wolle haben wir denn? 85. Okay, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, weil wir brauchen ja 140. Aber ich sehe gerade, dass wenn er Zilf das nächste Mal abliefert, dann geht er an sein Sägewerk. Zilf, da ist er. Und soll da mal sägen. Weil der wollte das ja. Und wir brauchen, glaube ich, auch zum Dingens bauen, sag schon. Kral, Silvius Kral jetzt. Der ist da. Und der muss noch sammeln. Wir brauchen ja noch mehr, sehe ich gerade. Wir brauchen ja wenigstens 140 schon alleine für das Aufwerten der Hütte da, das Erntehütte. So, das reicht aber. Jetzt lass uns mal gerade gucken. Ne, wir müssen hier reingucken. Da sehen wir. Da. Dann noch Holz. Holz macht der andere. Da müssen wir einen Marktplatz für haben, damit wir das kriegen. Oder wie ist das?
Das bedeutet, unser Kral erntet mal erstmal hier gerade ein bisschen Essen. Warte mal, das ist schon 30 Holz. Was macht Kral gerade? Holz haben wir 75. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Wo geht Kral hin? Krag heißt er übrigens. Ist das jetzt aufgewertet oder nicht? Ist eigentlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das automatisch gegangen ist. Auf jeden Fall sind teilweise Rohstoffe hier jetzt weg. Also teilweise sind weg, weil wir es angeklickt haben wahrscheinlich. Das heißt, Anordnungszyklus von, okay. Er arbeitet beim Holz noch weiter. Passt schon. Und er muss jetzt noch Wolle weitersammeln, denke ich mal. So. Nahrung ist erstmal genug da, glaube ich. Diesmal haben wir das überlebt. Ist nur die Frage, ob das mit Runden hinkommt, ne? So, Holz 20. So, die dritte Ruine fehlt uns auch noch, ne? Also wird das. Wenn Krag abliefert, das nächste Mal. Ach so, hier ist alles weg und er holt dann von da. Alles klar. Na, das ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Jetzt müssten wir das eigentlich umbauen. Ah, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ne? So, er hat jetzt 25 und hat die jetzt abgeliefert. Da gibt es auch keine Dinger mehr. Das heißt, er kann jetzt erstmal hier nach dem dritten Ziel her suchen gehen. Essen ist nur noch 76. Holz ist 150, aber Essen ist jetzt gerade schwierig. Dann geh du mal Essen holen. Und Krag müsste jetzt eigentlich umbauen. Verstauen. Ja. Und dann. Wo ist Krag? Da. Dann soll er das erst dahin bauen, das ist wichtiger. Auswählen, wer ist untätig? Der ist untätig. So, ja komm, dann machen wir weiter Holz, in der Hoffnung, dass das alles noch zeitlich klappt. 60, 44. Oh. Warte mal, hier ist das Blaue. Dann brauchen wir doch nichts und keinen Markt bauen, um das zu erwirtschaften. Wir haben nur noch 28. Die Hütte steht, oder? Noch nicht. Ich glaube, wir sterben jetzt. Wir haben es wieder nicht geschafft, ne? Wir sind aber schon einen ganzen Schritt weiter. Ich denke, wir sind in der nächsten Folge vielleicht dann doch so fähig. Und schaffen das richtig zu machen, weil wir hätten das hier viel schneller nach da ziehen müssen. Dann hätte das auch geklappt. Naja, aber
kein einfaches Spiel, muss man einfach sagen, aber es macht voll Spaß. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste vorgestellt von S-Fate euch zeigen möchte. Und gerne könnt ihr auch Kommentare drunter schreiben, wie vielleicht hier auf dieser Map die Lage besser wäre, die ich dann bewirtschaften muss, um dass wir weiterkommen. Und gerne könnt ihr das Video auf anderen Kanälen auch teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.